Verdammt, hier ist nix. Da ist auch nix. Und hier gibt's sonst auch nichts mehr, ne? Da ist bestimmt nichts mehr drin. Da ist nichts Interessantes. Verdammt, wie kam man denn an diesen besonderen Superhut? Das würde mich ja echt mal interessieren, weil der war echt spitze. Jetzt ärgert es mich fast ein bisschen, weil ich glaube... Ja, ganz gut. Es ärgert mich fast ein bisschen, dass wir nicht doch ein paar Sachen hier ausprobiert haben, in Anführungszeichen, weil vielleicht hätte man dann diesen Superhut kriegen können. Die Taverne, einfach großartig. Ja, die ist super, mein Alter. Aber die Kameraführung hier ist abscheulich. Na gut, dann laufen wir jetzt mal jungfräulich weiter. Mit knapp 50 Jahren immer noch Jungfrau, das ist schon nicht heldenhaft, das ist eigentlich nur furchtbar deprimierend und peinlich. Und bald läuft der Typ bestimmt Amok. Ich meine, der läuft ja schon mit Frauenhaaren rum. Wachsam bleiben. Macht euch bereit. Spinde Claudia, ich räum hier mal auf. Hier, komm, der Claudia hat ein Küsschen für dich, mein Lieber, hier. Ein Kopfnüsschen. Ach Mensch, die Schrumpelgnome. Was? Ja, zeigt es ihnen. Das mache ich. Aber vorher hole ich mir hier noch das Gold und dann gucken wir mal da hinten bei dem kleinen Viech. Hey du Mumpelmann, ich bin der Claudia. Ich wollte mich mal vorstellen. Nicht. So, wollen wir hier irgendwas eigentlich am See? Kann man hier graben? Nee, kann man nicht. In dem Loch ganz oben scheint etwas zu stecken. Und wie kommt man da ran, an das Loch ganz oben? Ach, da ist ja noch so ein Viech. Habe ich doch richtig gesehen gerade. Hallo! Claudia hier! Hm. Ja, wie kommt man denn an das Loch ganz oben rein, ran bei diesem Stein? Da bräuchte ich jetzt bestimmt noch hochhackige Schuhe. Da komme ich weg, das will ich noch gar nicht, weil ich würde gerne mal kurz gucken, wie man vielleicht doch noch ans Loch kommt. Also nicht bei der Claudia, sondern mehr so bei dem Stein da. Hier kann man überall angeln, das ist ja ganz wunderschön. Und da, nein, können wir das noch sammeln? Ja. Noch schnell ein Fleisch gesammelt. Jetzt frage ich mich aber ernsthaft, wie soll man denn da oben rankommen? Springen geht nicht. Anklopfen bringt auch nichts. Ja, rumlaufen hier vielleicht. Oder vielleicht... Moment. Ich probiere mal was aus. Wir haben ja ein Inventar und da haben wir ja Gegenstände. Andere. Eine Angelrute. Benutzen. Ich kann also nicht aus dem Loch da oben was rausangeln. Haben wir vielleicht noch andere Gegenstände hier? Gegenstände, andere. Gildensiegel, Geldbeutel, Lampe, Angelrute, Spaten, Puppe eurer selbst. Pergament. Ach, das ist das Pergament von Amanda Gray, die Schwester von Lady Gray. Das konnte man vorher nicht lesen. Das lese ich mal ganz kurz vor. Auf dem Fragment steht: Die Luft wird knapp und ich habe kaum genug Kraft, die Buchstaben auf dieses Blatt zu kritzeln. Die Lampe erlosch schon vor Stunden und bald wird mein Leben ihr folgen. Doch nun, da ich mich mit meinem Schicksal abgefunden habe, gilt meine einzige Sorge der Pflicht als Ältestes der Grey-Kinder, rechtmäßiger Erbe des Bürgermeisteramts von Bowerstone. Ich kann nur hoffen, dass diese Worte einst gefunden werden und alle die Wahrheit erfahren. Ich sterbe durch die Hand meiner Schwester Elvira, das haben wir schon mal gelesen. Die neue Lady Grey ist eine Mörderin. Ich werde müde. Der Schlaf nimmt mich und das letzte Gekritzel ist unleserlich. Die haben wir doch noch nicht gelesen. Na gut. Puppe unserer selbst können wir nichts mitmachen. Ja, weiß ich nicht. Dann, wie ich da oben rankomme, habe ich keine Idee. Man kennt ihn als Pilger. Das ist true, mein Alter. Word to your mother. As we hip-hop people say. So, hier gibt es keine Viecher, das heißt, ich stecke hier mal den Lumpen weg und dann gucke ich mal ganz kurz im Lager der Händler, ob wir hier vielleicht noch irgendwas... Das ist mein Mann! Schrei mich doch nicht so an! Ja!
Osborn. Die brüllen hier auch alle, das ist ja unglaublich. So, als wir die Händler begleitet haben, da hatten wir ja keine Zeit, uns hier mal ein bisschen umzusehen. Ich weiß auch gar nicht, wo wir hier lang können und müssen. Hier sieht es auf jeden Fall nicht so schön. Waren wir hier schon mal? Scorms Kapelle. Nee, da waren wir noch nicht. Das ist ja die böse Kapelle, wo man Menschen opfern kann. Aber das werden wir jetzt mal ausnahmsweise nicht tun. Das dann auch im bösen Let's Play, weil Menschen opfern, habe ich mir sagen lassen, soll böse sein. Ich bin mir da jetzt nicht so sicher, weil es kommt auch immer auf die Menschen drauf an. Aber naja. Die Kiste nehmen wir auf jeden Fall mit. Sorgenhafte Attentäterhemden. Naja, immerhin etwas. Das ist, glaube ich, von Benetton, das Attentäterhemd. Hallo. Alle, die hier beten, werden mit dem Gift des reinen Bösen erfüllt. Ah, schön. Spendet ihr für meine Sache? Nein, denn ich bin zu geizig, weil ich so böse bin. Hallo. Ihr könnt eure Belohnung nur fordern, wenn ihr uns frische Verehrer bringt. Hm, passt schon. Verehrer, genau. Dann wasch dich erstmal, dann bringe ich dir vielleicht mal einen Verehrer. Für deinen Gay-Club hier. Apropos Gay-Club, sollte ich vielleicht nicht so große Töne spucken, wenn ich hier gerade eine Damenperücke trage? So, buddeln kann man hier auch nicht großartig, aber vielleicht können wir mal gucken, ob wir hier irgendwo angeln können oder vielleicht mal was anderes graben. Hier kommen wir zum alten Kullestor. Kommen wir nicht von hier? Nee, nee, nee. Aber auf jeden Fall gibt es hier wieder Gemöpp. So ein paar fiese Möps, die können wir hier gleich mal wegklopsen wieder mit dem großen Hammerschwung. Aber erstmal gucken, hier Pilze können wir da... Nee, da kommen wir nicht mal hin. Ach du Scheiße. Mist, ich wollte gerade diese Zeitlupe machen und hab's natürlich wieder nicht geschafft. Naja, der ist doch eh gleich weg. Ja, also ich sag dir, der ist eh gleich weg. Hier ist ein altes Stargate übrigens, da kommt man in so ein Paralleluniversum und ich sehe gerade, da hinten will jemand was auf die Fresse haben. Hat er mir in einem Zwiegespräch erklärt. Pam! Ja, ja, ist ja gut. Du kriegst auch auf die Fresse. Ach so, du natürlich auch. Das war atemberaubend. Ja. So, von dir will ich nichts. Ich würde auch gerne das Schwert aus Oakvale holen, das da so sagenhaft sein soll. Ich weiß aber nicht, wie viel das kostet. Das soll ja sehr teuer sein und ich glaube, das können wir uns noch gar nicht leisten. Aber wir können uns hier mal leisten, den Leuten eine zu verplätten. Und eigentlich soll man immer die Magier zuerst ausschalten. Das habe ich jetzt nicht gemacht. Und das kommt davon. Und wir kriegen die ganze Zeit hier immer dick einen reingesetzt. Huch. Das wollte ich doch gar nicht. Mann. Mach ich mal wieder den hier. Ja. Habt ihr denn keinen anderen Spruch drauf, Freunde? Gehen wir mal zum Darkwood Wehr. 42.000 Gold haben wir und ich glaube, das Schwert kostet aber 70.000. Och, nö. Och, da habe ich aber keinen Bock drauf. Nee, pass auf, dann... Da ist alles voll mit diesen kleinen Lepra-Gnomen und da sind diese Scheißviecher, diese mistigen Elfen, die ich ja überhaupt nicht leiden kann. Die töten übrigens gerade den Händler und ich als Held beame mich mal schnell weg. Ich kann so viel Leid nicht ertragen, das kann ich mit meinem Heldendasein nicht in Einklang bringen. Deswegen beame ich mich mal ganz kurz in die... Nee, erstmal nach Oakvale. Gehen wir erstmal wieder Miete einsammeln, das gehört dazu. Und dann schauen wir mal, was noch an Quests ansteht, damit wir die auch machen können. Und ich möchte wirklich gerne wissen, wo ich dann noch diesen Hut herkriege. Oder ob ich dazu mich hätte durch die Prostituierten hindurchvögeln müssen. Ja. Kann natürlich auch sein. Ich weiß es einfach nicht mehr.
Aber das werden wir auf jeden Fall noch nachholen im nächsten Fable Let's Play. Beziehungsweise nicht im nächsten, sondern... Achso. Im... Halt die Klappe. Und zwar im bösen Fable Let's Play, das mir wirklich, wirklich, wirklich ein Anliegen ist. Weil ich Fable wirklich noch nie böse durchspielen konnte. Ich habe es noch nie ausgehalten, weil ich einfach... ich bin zu großherzig. Oh, hier Geld. Gib mal her, du Penner. Jetzt haben wir schon 45.000... Naja, nicht ganz, aber knapp. Und jetzt mal gucken. Mann, ich freue mich schon richtig so ein bisschen auf das Böse, weil wir dann alles klauen können und die Leute einfach scheiße behandeln und in Angst und Schrecken versetzen. Das habe ich noch nie gemacht, außer mit meinem üblichen Antlitz. Und ich weiß, man kann sich teleportieren mit bla und auch mit G, aber ich laufe trotzdem zum Kullestor. Einfach, weil es realistischer ist. So, jetzt noch eine Bowerstone. Da können wir vielleicht mit Glück noch ein Schulbuch abgeben. Das wäre mir ein Vergnügen. Außerdem sind wir hier Bürgermeister. Da muss ich ja mal nach dem Rechten sehen und nach dem Linken auch. Und hier können wir 705 Miete kassieren. Das ist nicht viel, aber immerhin... Wer den ist des Talers nicht wert? Wer den Groschen nicht ehrt, wer das Silber nicht wert? Ja. Wer den Pfennig nicht ehrt, ist der D-Mark nicht? Ja, wisst ihr schon, ne? Hallo, Herr Lehrer. Habt ihr heute Bücher für uns? Jawohl, ich hab ja ganz viele Claudia-Bücher. Oh, seht, Freunde machen. Genau das Richtige, um Kindern Manieren beizubringen. Nee, Prügelstrafe, das wäre das Richtige. Da hätte ich auch ein Buch. Hier, bitteschön. So, wollt ihr dem Lehrer das Buch Freunde machen geben? Natürlich, für all die Assis, die auf YouTube ständig in die Kommentare trollen. Da gibt's auch das Buch Freunde machen, da lernt man, wie man sich auch im Internet gesittet und normal gegenüber anderen Menschen verhalten kann, ohne sofort, wenn man online geht, einen kompletten Arsch aus sich zu machen. Das sollten viel mehr Leute eigentlich lesen. Ach, es ist erhebend, wenn ein Held so sehr an Bildung interessiert ist. Aber natürlich. Bitteschön. Die heutige Stunde hat zum Thema Freunde machen. Dieser tapfere Held lieferte gerade ein gutes Beispiel Hallo. Für Freunde machen, indem er der Schule dieses Buch stiftete. Anderen helfen und Geschenke machen sind gute Wege, um Freunde zu gewinnen. Weiß noch jemand, wie man sich Freunde machen kann? Sir? Sir? Ja? Ich sag Ihnen, ich würde Ihnen andernfalls die Fresse polieren. Nein, Billy. Menschen zu bedrohen ist keine gute Art, um sich Freunde zu machen. Ich denke, daran sollten wir noch arbeiten. Mann, ihr seid es! Also, Fresse polieren ist kein guter Weg? Ach, komm. Das bringt jetzt ja! Also, merken, mit Fresse polieren kommt... Warum soll ich vorsichtig sein, du Penner? Was denn los? Guten Morgen, Abend oder was auch immer. Dem Wächter für 1000 Gold eine Pause ermöglichen? Was? Ach komm. Ach so. Ach, den können wir jetzt bestechen, um hier zu klauen. Naja, super, hat sich ja gelohnt. Die 1000 Gold will ich wieder haben. Also, der dreht jetzt immer den Rücken zu uns, sodass wir jetzt hier klauen können für 1000 Gold. Das sollten wir uns auf jeden Fall mal merken. Aber wir klauen jetzt doch nicht. Ich bitte euch. Aber eine andere Frisur wäre vielleicht schön. Ja, aus dem Weg, Penner. Wie bitte? Ich komme nicht ganz mit. Du hast gerade die Kiste zerdeppert übrigens. So, mal gucken, was können wir uns denn für Frisuren machen? Lalala, minus 50 Attraktivität, Kurzhaar, Plus 50, plus 50, plus 50, minus 50, normaler Bart. Aha, aha. Koteletten, Attraktivität, 47. Malore Schnäuzer, minus, minus, Kraftmaxe Schnäuzer. Also, nehmen wir mal einmal das Kurzhaar für plus 50 Attraktivität. Dann gucken wir mal hier normaler Haarschnitt plus 50. Den hatten wir doch gerade. Verstehe ich nicht.